Trollala, das Kasperle ist wieder da. Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Wir sind ja in Baccarat mit Aufgaben beschäftigt, die immer noch mit der Seuche in Morazul zu tun haben. Und wir sollen einerseits unten zu dem... Zu wem gehen wir jetzt zuerst? Ich würde sagen, wir gehen erst in die Schatzkammer runter und reden mit dem einen Typen da. Und dann mit dem Sigmor, genau. So, wir sind jetzt ein Beauftragter geworden. Wahnsinn. So, Hasul, Schatz. Ach so. Ich dachte, das ist so Hasuls Wächter oder so. Aber naja, gut, okay. Hasul, Sigmor schickt mich. Goldhandel. Hasul, Sigmor schickt mich. Goldhandel? Was kann ich für Sigmor tun? Er ist an deinem Wissen über die tote Magie interessiert. Was interessiert ihn da genau? Bei Gott, bist du irre. Er will, erzähl mal. Er will, dass du mir eine Geschichte vom Kampf gegen die untoten Hohepriester erzählst. Lüg mich nicht an, das beleidigt meine Intelligenz. Leute. Sigmor würde niemals verlangen, dass ich diese schwarze Vergangenheit an dich weitergebe. Es hat mich viele Nächte gekostet, bis der Geist von Belia gereinigt werden konnte. Verstehe. Alter. Hier kriegt man wirklich Aggressionspotenzial gegenüber den Pfeifen hier. Sigmor sucht nach einem roten Faden. Was sagst du, wenn ich... Da unten liegt er ja. Dann sage ich nur, sie dienen und wirken sowohl im Leben wie auch im Tode. Mehr nicht? Kein weiterer Gedanke an die Hohepriester. Nicht in diesem Leben. Was ist das jetzt denn ernst? Das ist alles... Speichern mal, gucken mal, was will der hier? Gold... Ach, hier kann ich Goldbrocken tauschen. Na, warte. Das muss ich erstmal... Jo, wie viele Goldbrocken habe ich überhaupt? Nichts tauschen. Warte, gucken wir erstmal. So, das steht ja trotzdem da. Das orientiert sich ja nicht daran, was ich jetzt einstecken habe. Wir haben... Alter, ist das eine 6 oder eine 9? 8. Wir haben 6 und... Ja, immer diese gelbe Schrift auf gelber Schrift, auf gelben Gegenständen, Mann. Das ist wie mit den Texten hier. Der gelbe Untergrund und dann die gelbe Schrift, Mann. Jo, das ist 89, oder? Oder 69. Naja, wir probieren es einfach mal. So, warte mal. Ach so, das ganz unten ist, für 80 Goldstücke ein Goldbrocken kaufen. Wir rechnen mal kurz auf, wie viel uns hier... Wo ist mein Telefon? Wo ist mein Taschenrechner? So, hat sogar einen Taschenrechner eingebaut, das Telefon. Mal sieh und staune. So, wusste keiner. So, nee, Kalender nicht. Wo ist denn jetzt dieser blöde Taschenrechner hier? Ich bin zu doof zum Rechnen. 8000. Weil wir bezahlen ja immer mehr, als die uns bezahlen hier in dem Spiel. Das ist ja immer schon so. Alter, wo ist der Taschenrechner, Mann? Das gibt's doch nicht. Hier. Genau. So, was will der jetzt haben? Der hat gesagt 400 Gold... 400... Ja, 5 mal 8 ist 400, das ist mir klar. So, so weit kann ich noch rechnen. So, 80 mal... Ja gut, 10, 80 mal 50. 4000 will der mir... 5... Ja, Quatsch, Mann. Aber ich glaube, das scheint hinzukommen. Mal 50 ist tatsächlich 4000. So. Warte mal. 50 Goldbrocken. 50 für einen Goldbrocken kaufen. Wir machen mal das hier. 400 Gold erhalten. Ja. Wir müssten jetzt noch nach meiner Rechnung, wenn das in 89 war, 2000 Gold. So. Da haben wir jetzt 75 ausgegeben. 89, 14 müssten wir noch haben. So. Guck mal hier. Ach so, das orientiert sich tatsächlich daran, wie viel ich habe, okay. Einmal noch, genau. So, okay. Gut. Haben wir jetzt ein bisschen Zaster haben wir wieder gemacht hier. So, ansonsten sind wir bei dem Kerl hier nicht wirklich weitergekommen. So. Dann gehen wir jetzt mal runter nach zu dem anderen Typen da. Und benutzen dieses neu entdeckte Gimmick hier von Gothic 3.
Aber mal ganz ehrlich, wer hat das gewusst, dass das geht? Ich habe ja da gesessen hier, wer das nicht gesehen hat. Ich dachte hier, ich habe ja aus Versehen da auf den Knopf hier auf der Karte drauf gedrückt, wie gerade eben doppelt drauf gedrückt. Hatte auf einmal den Teleporterstein in der Hand und da dachte ich mir auch. Aber im Nachhinein musste ich so überlegen, ich habe das tatsächlich schon mal bei jemandem gesehen gehabt, aber habe es dann wieder komplett vergessen gehabt, dass das geht. Ja, für mich die Herrschaft. Ich bin ja. So, hier. Dach. Was weißt du über die alten Hohepriester? Mehr als mir lieb ist, weniger als du wissen möchtest. Dann fang schon mal an zu erzählen. Sigmor will etwas über ihre Verbindung zur toten Magie erfahren. Sigmor, sagst du? Weshalb interessiert ihn dieses Thema nun doch? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Nun erzähl. Oh, weia. Wir machen mal die Kurzfassung mit Fantasie oder wir machen mal die Kurzfassung. Warte mal, wir speichern das aber mal. Wir sind das Erwählte. Falls der uns ja wirklich doch auf die Fresse hauen sollte. Da war so ein Typ, der hat eine Schriftrolle gefunden. Dann hat er etwas mit dem Text gespielt und eine tödliche, alles vernichtende Seuche heraufbeschworen. Eine Stadt wurde komplett zerstört. Ganz Warand könnte davon befallen werden, wenn wir nicht die Ursache herausfinden. Du wagst es, mir ein solches Märchen zu erzählen. Mir, einem Diener Belias. Das wirst du teuer bezahlen. Belia verlangt auf der Stelle 1000 Goldstücke für diesen Frevel. Du hast das Gold, gib es her. Entschuldigt, Amul. Es war nicht meine Absicht. Bitte lasst mich erneut beginnen. Dabei spinnst du? Nee, Wir. das fällt aus. Wir wollen euch helfen und müssen dafür Geld bezahlen, Mann. Wo sind wir denn hier? Das Da müsste ich auch mal irgendwo probieren. Ein Schwarzmagier aus Morasul hat eine Schriftrolle der toten Magie gefunden und gelesen. Dabei ist etwas schiefgelaufen. Eine Krankheit brach aus. Der Zauber verseuchte den Brunnen der Stadt. Das Gegenmittel war zwar schnell gefunden, aber die Ursache beschäftigt Sigmor nun. Und hier kommst du ins Spiel. Sigmor will etwas Nützliches über die Hohepriester erfahren. Die Hohepriester wandeln heute noch durch alte Tempelanlagen oder abgelegene Bereiche der Wüste. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Priester diese alten Zauber noch immer spüren und lenken könnten. Mehr kannst du mir nicht sagen? Stell dich einem Hohepriester zum Kampf und denk dann über tiefere Erkenntnisse nach. Was ich dir sagte, ist das, was dir helfen wird. Alles andere ist nur Theorie. Verstehe. Das sagst du mir jetzt, nachdem ich gegen die Pfeifen gekämpft habe, na klasse. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird Vielleicht kommen. bezahle ich dir hier gerade 1000 Kröten Dann für, dafür, dass ich euch helfe hier. Da müsst ihr mir ja ein Ei fehlen. Ja, dann löwe doch einmal hier. Jo. Es ist Murat. besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Das ist eine sehr, du bist ein sehr schlauer Mann. So. Was mit dir eigentlich hier? Naja, gut, okay. Ua. Geh mal ruf hier. Nö. Kommst du mir jetzt auch wieder so krumm hier? Ach nee. Falsches Zimmer. Wir reden mit dem Regal. Warum hast du mich geweckt? Amul hat mir ein wichtiges Detail genannt. Das fehlende Detail im Puzzle. Die untoten Hohepriester haben immer noch die Macht, die tote Magie zu verändern. Ich war bei Hasul. Er ist irgendwie. Natürlich ist er das. Er hat Belia in vielen Kämpfen gedient. Sein Kampf gegen die Hohepriester hat tiefe Narben hinterlassen. Verstehe. Das bezweifle ich. Nun sag schon, hat er dennoch einen entscheidenden Hinweis gebracht? Er sagte ungefähr, die Typen können auch tot noch recht gut zaubern. Naja, etwas mehr hatte ich schon erhofft.
Es war mir bewusst, dass auch die untoten Hohepriester über eine gewisse Magie verfügen. Ja. Bist du aus den beiden schlau geworden? Das ist es. Hasul und Amul meinten dasselbe. Die untoten Hohepriester halten auch im Tode die Fäden in der Hand. Solange sie noch unter den Lebenden weilen, wird die tote Magie fließen. Eine Gefahr für das Reich Beliars. Das können wir nicht zulassen. Wir? Ich habe kein Problem mit den Untoten. Ningal hat mit der Schriftrolle gespielt. Als Beauftragter der Assassinen wird es zu deinem Problem. Ich dachte, du hättest es verstanden. Nö. Dann muss ich ein paar wandelnden Schützenträgern die letzte Ruhe bringen. Das ist der Plan. Was hast du gemacht? Ich gebe dir einen guten Rat. Geh und vernichte den letzten Hohepriester. Es wird auch zu deinem Wohle sein. Hatten wir das nicht alles schon gemacht? Ja, wenn du das sagst. Bei meinem Glück wandelt hier irgendwo noch einer rum. Na, hab ich es mir doch gewollt. Das ist diese ganze beschissene Wüste jetzt absuchen, oder was? Also, ihr seid ja verrückt. Der letzte Kampf der Hohepriester. Jawohl. Sigmar, das ist der Plan. Es wird auch Zeit. Na, wenn du das sagst. Ja, in den Tempeln waren wir ja nun schon. Ich glaube, das würde ich gleich mal fix googeln wollen, weil, wie gesagt, das ist ja sagenhaft, dass die alle nochmal durchzusuchen hier. Von den ganzen Tempeln nochmal reingehen. Bakaresch. Die müssten ja alle leer sein, aber ich weiß nicht, ob jetzt durch die ganze Geschichte jetzt am Ende noch irgendwas gespornt ist hier. Bakaresch. Bakaresch haben wir hier nicht drin, verdammt nochmal. Wir gehen nochmal runter. Al-Shidim meinte ich doch. Bakaresch sind wir ja. So, alle so lehrreich hier? Wo seid ihr denn alle? Sind hier nicht welche rausgekommen? Wir sind doch Untote rausgekommen. Waren da noch Hohepriester mit dabei? Gegen diese blöden Schwarzmagier, diese blöden Untoten da. Aber die in den Tempeln haben wir einen eigentlich. So. Ich überlege gerade, ob ich jetzt wieder davon anfangen soll hier. Wir öffnen hier mühevoll die Tür und oben ist das Dach offen. Diese Tempel, die machen mich immer wieder da. So. Eigentlich müsste man bei Benzala tatsächlich nochmal nachhaken. So. Hier unten ist natürlich auch keiner mehr. Aber wie gesagt, die Tempel, die haben wir ja. Also, man könnte höchstens hier nochmal hingehen unten. Kostbarkeiten der Wüste. Achso. Am Ende ist uns wieder einer rausgestiefelt. Weil hier sind ja Untote, sind ja da rausgekommen. Als wir das gemacht haben. Und am Ende ist dort so ein Hohepriester. Oder ist in irgendeinem anderen Gebiet dann noch einer. Also jetzt nicht in Varant. Weil ich wüsste nicht, wo wir hier noch Untote finden könnten. Oder bei, aber die haben wir ja alle. Benzala hatten wir ja komplett befreit gehabt. Ja. Ja, ich wüsste gerade nicht. Also, das ist die Frage wieder, wenn ich jetzt google, ob ich das gleich finden werde, weil das ist ja eine Sache vom Questpaket. Das ist ja nicht vom Original hier. Das ist ja das nächste. Ja, unter der Hohepriester. Ach Gott. Aber hier oben
Da unten brauchen wir eigentlich nicht mehr gucken gehen. Irgendwas hat dir gerade Schwert gezogen. Wer sieht hier Schwerter nach für mich? Ich geh mal hier. Ja, komm. Lauf. Schürfe. Schürfe ziehen Schwerter. Naja. Nee, warte, das ist mir, wird mir gerade zu doof hier. Warte mal, wir gucken mal gerade hier. Hat das Ding überhaupt noch Saft hier? Psch, aus das Ding. Scheiße. Vergessen aufzuladen. Scheißstrom. So, warte. Das gucken wir gleich. Chrome. Wir müssen über das Handy. Gothic 3. So, wir gucken mal ins Questlog daneben bei. Damit wir auch wissen, worum es hier geht. Das ist auch hier mit dabei, oder? Hohepriester, Gothic 3. Hohepriester. Untote Hohepriester-Quest. Wir gucken mal. Quest-Paket, genau. Bla 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 bla. Laut meinen Recherchen habe ich aber schon alle umgebracht. War bereits in allen drei Tempeln. Genauso geht es mir ja auch. So, und habe jeweils nördlich von Bensala und östlich von Bakaresh, östlich von die Hohepriester umgehauen. Östlich von Bakaresh. Warte mal, wo ist denn östlich von Bakaresh? Das wäre, na, östlich von Bakaresh wäre entweder hier auf den Inseln, die haben wir uns ja geholt. Und ich weiß nicht, wenn wir da hinten rumgehen um Bakaresh. Wo wir dann Richtung hier Küste blicken von Myrtana. Habe auch schon mit Goldblood Respawn, bla bla bla. Das Problem hatte ich auch. Du musst nach unten. Vor den Tempel. Da warten ein paar. Jawohl, nach unten. Alter, diese Musik. Der hat doch einen anderen. Du musst nach unten vor den Tempel, da warten ein paar Untote, noch so ein hoher Priester, der hat, ja, welchen Tempel? Einfach nach unten zu Armol. Warte mal. Du musst nach unten vor den Tempel, da warten ein paar Untote und noch so ein hoher Priester. Der hat auch einen anderen Namen, einfach nach unten zu Armol, der da immer predigt. Warte, in Bakaresh direkt? Moment, in der Stadt? Untote? Wir gucken mal. So, wir gehen nochmal. Bakaresh. Wir gehen mal direkt vom Tempel. Nee, Quatsch, ist das scheißegal. Weil östlich von Bakaresh, da könnten wir tatsächlich auch nochmal. Da waren wir ja von der anderen Seite schon von oben gekommen wegen den Lurkern einmal. Aber hier ist irgendwie, hier wird gerade gefeiert. Ja, okay. Ja, jetzt stehen die wieder alle im Wege rum hier. Okay, alles klar. Das hätten wir einfach haben können, wären wir einfach wirklich nur hier runtergerannt. Verdammte Scheiße. Dafür müssen wir ja googeln. So, na komm hier. Alter, ihr könnt auch gar nichts. Ihr habt die große Fresse und kommt nicht mal mit so einem blöden Skelett hier klar. Jawohl. Ende ist auf mit dir. Ja, wen habe ich jetzt wieder hier angeschossen, Mann? Wer? Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft und seine Herrschaft. Haben wir den schon ausgeräumt hier oben? Wo liegt der Kerl? Werden die erzittern, ja. Die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit eurem Gold. Hä? Sonst werdet ihr mit eurem Blut. Hä? Wo? Wer? Wie? Beliar keine Gnade. Könnt mir mal. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch.
Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, genau. Schande über mich, ich weiß. So, aber Hasan, den google ich dann nochmal. Hasan, also, ich weiß wirklich nicht, wo der Kerl sich rumtreibt. Aber wie gesagt, ich bilde mir ein, ich hab Hasan schon. Hier hinten. So, Kollege. Warum hast du mich geweckt? Warum hast du mich geweckt? Ein wenig mehr Beistand hätte ich mir schon erhofft. Belia war immer mit dir. Also, ist es nun vorbei? Sind die Hohepriester wieder zu dem geworden, was sie sein sollten? Ein Haufen Knochen. Dann hast du einen langen Kampf beendet und uns die Möglichkeit gegeben, die tote Magie zu erforschen. Ah ja. Als Beauftragter der Assassinen sollte dieser Sieg auch entlohnt werden, nicht wahr? Ach, natürlich. Danke. Möge Beliar dein Leben leiten. Ich hatte mit etwas Handfesterem gerechnet. Das habe ich mir gedacht. Du wirst deine Entlohnung erhalten, aber nicht von mir. Wen muss ich noch töten? In dir steckt ein wahrer Assassine. Aber du brauchst kein Leben erlösen. Geh zu Hasul, unserem Schatzwächter. Er wird dir auf seine Weise danken. Oh. Also wenn er mich befummelt, ich sag's dir. Auf seine Weise. Er will mich doch nicht etwa mit Gold überschütten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass der mich mit Gold überschütten will. So. Spürst du die Befreiung? Sie ist überall. Was? Meine Gedanken sind frei. Mein Geist ist frei. Ich bin frei. So viele Jahre musste ich leiden. Es waren die Hohepriester. Sie haben mich im Tode heimgesucht. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet. Ja. Ich, ja, hier. Ich. Ja, du. Du ganz alleine. Ich weiß. Du hast vollbracht, woran wir scheiterten. Tja. Doch soll unser Versagen nun aus den Büchern getilgt werden und dein Sieg an seine Stelle treten. Ja. Aber wahrscheinlich reicht dir das nicht. Du willst nicht nur ein Name sein? Ich. Ja, du. Du hast es dir verdient. Nun wähle zwischen diesen Waffen. Ich will aber keine Waffe, ich will Gold. Goldhandel. Stab der Suchenden. Stab klingt schön. Stab Schwarzklinge. Wir haben Stabkampf gelernt. Das ist vielleicht doch was Interessantes. Gucken wir mal. Eine wahrlich göttliche Wahl. Es gibt keinen Zweifel an deiner unbeirrbaren Loyalität. Du bist deines Schwarzmagiers würdig. Du hast es bewiesen. Ja. Ich danke dir. Oh nein, mein Freund. Mein Leben ist wieder wert, gelebt zu werden. Ich danke dir. Dankbarer Schwarzmagier, Questerfolg. So, was hat er uns jetzt gegeben hier? Stabkampf. So, taugt das Ding was? Stab der Suchenden, Schmetterschaden 30. Also die Stäbe kann man eigentlich komplett total vergessen. So, wo ist eigentlich unser Dings? Achso, das ist der hier, Zepter von Varant. 10, 195, Reichweite. Zeig mal her hier. Was ist das? Das ist ja. Das Ding leuchtet wenigstens, Mann. Schwarzmagier. Bonustalent. Schwarzmagier. Pfff. Behalten wir doch lieber das Ding. So. Müssen wir das immer noch in Morasul abgeben, das Ding hier? Wir gehen mal rüber. Wie leben wir eigentlich? 24. Na, no, müssen wir wieder durchs Fenster klettern, ja, was? Kommen wir hier rüber rein, über die Kisten? Jo. Sag ich doch. So. Wo ist der Typ jetzt? Du wolltest nichts mehr von... Was willst du? Nix. Nee, von dir nichts. Ja, okay. Bring mir etwas. Bring mir etwas.
Jetzt, wo ich ein wahrer Schwarzmagier bin, was der dort gesagt hat. Bringt uns das hier irgendwas? Ich glaube nicht wirklich, oder? Nee, das war ja dann eine komplett andere Option. Das ist wirklich erst, wenn wir... Nee, okay, wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt weiter? Hasan wollte ich gucken. Wir gucken mal kurz wegen Hasan. So. Ja, ich bilde mir wirklich ein, dass ich den schon enthauptet habe. So. Hasan. Ich will nur wissen, wo der ist. Personen suchen, genau. So, der ist. Ist da. Morasul. Warte mal, wir gucken mal kurz auf die Karte. Der soll hier unten irgendwo sein. Warte mal, wir gucken mal. Das ist dieser. Hier ist diese beiden M's. Und hier irgendwo an der Stelle soll der sein. Irgendwo in der Ecke hier soll der sitzen. So, da würde ich mal sagen. Auf geht's. So, muss ich mich wieder hier raus teleportieren oder was? Hä? Der sagt ja gar nichts. Halt, keinen Schritt. Alter, so ein Bullshit hier. Ach, da kamen wir ja nicht raus. Hier ist ja eine Klippe. Ach, Mann. Oh, die blöde Nase juckt immer. Mann. Kommen wir hier runter unbeschadet? Naja. So, Ruinen. Jetzt müssen wir wieder durch die Ruinenfelder. So, da hinten, die Richtung. Wir nehmen jetzt aber hier nichts mit oder so. Wir kämpfen uns hier auch nicht durch. Ich habe keinen Bock auf diese Ruinenfelder. Die kotzen mich an hier bei Gothic 3. Riesenwüste und voll mit Ruinen. Na super. Was machst du denn? Wer hat denn gesagt, dass du hier die Waffe anlegen sollst? Warte mal, die können wir eigentlich holen hier. Na. Wegen den Crawlerzangen. Für den da. Wie viel brauchst du? 3, oder? Kostbarkeiten der Wüste. 5 Sandcrawlerzangen, 10 Schakalfälle und 5 Sandlurker heute. Ja, oh Gott. Die können nicht genug kriegen. Was haben wir davon? Alles. Schakal, haben wir Schakalfälle? Sandlurkerhaut haben wir. Wildschweinfell, Trollfell, Hirschfell, Fell eines Tigers, Feuerkreuz. Haben wir unten noch Felle? Wir müssen wirklich noch Schakale jagen hier. Ich werde nicht mehr. 5 Crawler hier. Warte. So, die müssten wir haben. Jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch die Felle. So, wir gehen weiter hier rüber. Alle anderen Viecher können mich jetzt mal. Wir denn hier? Hä? So. Ach nö. Geh da Untoten, lass mich in Ruhe. Oh, dunkler Schnapper, ja. Guck mal her. Jo, der soll hier irgendwo... Weiter gehen Westen. So. Aber
das machen wir in der nächsten Folge. So. In der nächsten Folge holen wir uns hier Hasan. So, dann hoffe ich mal, das ganze Ding hat euch ein bisschen gefallen heute hier. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auch mal gerne bei Twitch TV vorbei. Da spielen wir jeden Abend momentan 20:15 Horizon Forbidden West und Elex 2. Dankeschön und ciao.